herzlich willkommen, liebe Agenten. Schön, dass Sie den Weg ins Ausbildungszentrum vom Bundesnachrichtendienst hier in Berlin gefunden haben. Passend zu unserem heutigen ersten Ausbildungstag starten wir mit dem Thema Der erste Eindruck, was uns ein Gesicht verrät. Als erstes erfahren wir ein paar grundlegende medizinische Sachen. Anschließend wenden wir Mathematik an. Dann schauen wir, was uns ein Gesicht verrät, gehen auf die Mimik ein und abschließend kommen wir nochmal zum ersten Eindruck zurück. Neben mir werden Sie heute von einigen Gastdozenten unterrichtet. Bitte begrüßen Sie jetzt den Professor für Medizin der Universität Heidelberg. Hallo, die Grundlage des menschlichen Gesichts bildet der Gesichtsschädel. Er besteht aus 11 Knochen und gibt unserem Gesicht die individuelle Form. Darauf liegt die mimische Muskulatur, mit der wir unsere Emotionen ausdrücken. Unsere Gesichtsform und unsere Züge hängen vor allem von unseren Genen ab. Und wie die letztendlich aussehen, wird vor allem von den Sexualhormonen Testosteron und Östrogen beeinflusst. Sie bilden die Brücke zwischen Aussehen und Persönlichkeit. Besonders stark östrogen geprägte Gesichter erkennt man an. Stark gewölbten Augenbrauen, einer sehr glatten Haut und vollen Lippen. Testosteron geprägte Männergesichter zeichnen sich durch stark ausgeprägte Wangenknochen, kleinere Augen und insgesamt einer dunklen Hautfarbe aus. So, und jetzt wenden wir Mathematik an. Dazu der Mathematiker der Universität München. Während der Pubertät verändert sich das männliche Gesicht besonders stark. Das liegt an dem Hormon Testosteron. Und zwar verändert sich die Gesichtsbreite im Verhältnis zur Gesichtshöhe. Ein besonders hoher Anteil von Testosteron sorgt aber auch für dominantes oder aggressives Verhalten. Und deshalb haben Wissenschaftler untersucht, welche Verbindung es zwischen der Gesichtsveränderung und dem hohen Anteil von Testosteron gibt. Und dazu entwickelten sie einen Quotient, den ich Ihnen am Beispiel von Bill Clinton zeige. Hier sehen wir ihn als Teenager. Als erstes müssen wir messen, und zwar die Gesichtshöhe. Die Gesichtsbreite. Genau. Und der Wert wird dividiert durch die Gesichtshöhe, gemessen von der Oberlippe bis zur Nasenwurzel. Der Wert gilt als hoch, wenn er bei 1,9 liegt oder darüber. Und bei Bill Clinton liegt er bei 2,9.
bei 2,07. Ja. Und jetzt machen wir einen Exkurs zum Sport. Sie fragen sich jetzt sicher, was hat dieser brutale Eishockey-Check mit dem Gesicht zu tun? Die Verbindung liegt im Höhe-Breite-Quotient, weil Spieler mit besonders breiten Köpfen sitzen wesentlich häufiger auf der Strafbank als ihre Kollegen mit schmalen Gesichtern. Das Gesicht ist somit auch ein Indikator für Aggressivität und Dominanz. Natürlich erkennen wir an einem Gesicht auch die Attraktivität. Dazu entwickelte der Chirurg Steffen Marquardt eine Maske, die man auf jedes Gesicht übertragen kann. Und je mehr Übereinstimmungen es dann gibt, desto attraktiver empfinden wir das Gesicht. Empfinden wir jemand als attraktiv, dann gehen wir auch davon aus, dass er klug, sympathisch und gesund ist. Das ist der sogenannte Halo-Effekt. Weil wir bei einer Person eine Eigenschaft entdecken, gehen wir davon aus, dass sie automatisch viele weitere positive Eigenschaften hat. Ob die tatsächlich aber vorhanden sind, das wissen wir nicht genau. Die meisten Informationen bekommen wir aus einem Gesicht natürlich von der Mimik. Die Mimik beschreibt den Wechsel im Ausdruck des Gesichts und in den Gebärden als Nachahmung fremden oder als Ausdruck eigenen Erlebens. So der Duden. Kurz gesagt, drücken wir mit der Mimik unsere Emotionen im Gesicht aus. Schon Charles Darwin hat vermutet, dass es eine Verbindung zwischen Emotionen und Gesicht gibt und vermutete sogenannte universelle Gesichtsausdrücke. Tatsächlich wissen wir heute, dass es 6 Basisemotionen gibt, die in jeder Kultur der Welt gleich ausgedrückt werden. Das sind Wut, Traurigkeit, Angst, Ekel, Überraschung und natürlich die Freude. Häufig versuchen wir in unserem Alltag, unsere wahren Gefühle zu verbergen. Im Gesicht funktioniert das allerdings nicht, weil wir zeigen unsere Gefühle in sogenannten Mikroausdrücken. Hierzu schauen wir uns ein Beispiel aus Wetten, dass an. Ja. Hi! 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 Ja, okay. Ich freue mich, dass Sie da sind. Celine Dion? Habt ihr es gesehen? Markus Lanz fällt in dieser Situation im wahrsten Sinne des Wortes der Kinnladen herunter. Und sein Gesicht zeigt deutlich, dass ihm die Situation unangenehm ist. Hi! Hier, da sehen wir es. Er zieht auch seitlich die beiden Lippen auseinander. Und das machen wir vor allem dann, wenn wir vor etwas Angst haben oder wenn uns etwas unangenehm ist. Kommen wir jetzt nochmal zum ersten Eindruck zurück. Immer wenn wir eine Person zum ersten Mal treffen, dann fällen wir innerhalb von 7 Sekunden ein Urteil. Wie das ausfällt, hängt von der Kleidung, der Stimme
und natürlich dem Gesicht der anderen Person ab. Wir selbst werden dabei von unseren eigenen Emotionen und von unseren Erfahrungen beeinflusst. Genau. Und der dargestellte Halo-Effekt weist auf die Problematik vom ersten Eindruck hin. Zwar ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir häufig mit unserem ersten Eindruck richtig liegen, deshalb sollten wir nicht zu viel in ein Gesicht hineininterpretieren. Oh, das war der Pausengong. Ich bedanke mich bei meinen Gastdozenten und natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.